Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Ebrus Beauty Lounge. Wir stehen kurz vor Silvester. Ah, ich bin schon so aufgeregt. Ich liebe ja Silvester und feiern und einfach ins neue Jahr starten, sich tolle Vorsätze vornehmen. Ich meine, die meisten Vorsätze, die ich mir vorgenommen habe, habe ich jetzt mitten im Jahr schon vorgenommen. Und ich glaube, ich bin schon ganz schön gut bei. Aber was das ganze Abnehmen so betrifft, das erzähle ich euch dann im neuen Jahr. Weil ich möchte euch im neuen Jahr natürlich motivieren. Es bringt jetzt nicht, wenn ich vor Silvester sage. Dann seid ihr alle noch so, oh nee, letzter Tag essen oder so. Naja, also ich mache heute mit euch einen Silvester-Look, so wie ich ihn persönlich trage dieses Jahr. Ich mache eher so ein bisschen so klassische Sachen. Ja, was habt ihr Silvester vor? Was macht ihr? Ich werde auf jeden Fall dieses Jahr in einem Restaurant feiern. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das wird. So mit Live-Musik und so habe ich noch nie gemacht. Ja, ich weiß, ich werde alt, aber... Ist halt so. Ich zeige euch noch mal ganz kurz, bevor ich anfange, welchen Nagellack ich habe. Und ich finde, dieser Nagellack passt auch sehr gut zu meinem hübschen Ring. Und das ist dieser hier von Annie in der Farbe Silver Generation. Wir fangen an. Und zwar sind das jetzt diesmal Lidschatten von Horst Kirchberger. Man sieht, die sind schon mega alt. Die kommen jetzt endlich mal zum Einsatz. Und ich zeige euch eben, was für Lidschatten das sind. So, ich habe mich dieses Jahr für ein... Ich war mir ein bisschen unschlüssig, muss ich ehrlich sagen. Ich könnte auch eigentlich beide mixen, aber ich muss mal schauen. Und zwar handelt es sich um diese Farben. Also ich habe mich dieses Jahr für Lila entschieden. Also diese Horst Kirchberger Lidschatten, die haben eine sehr, sehr weiche Textur. Das hat mir mal eine Kosmetikerin zugeschickt. Die meinte, Ebru, die musst du ausprobieren. Und sie war echt super, super lieb. Und sie sagte, ich schminke nur damit. Und viele meiner Kunden sind immer begeistert davon. Also ich poste euch ihren Kosmetiksalon mal in die Infobox. Dort könnt ihr mal gucken. So, jetzt zoome ich euch einmal rein. Herzlich für das Jahr 2012 bei euch und ich bedanke mich bei allen den Leuten, die fleißig kommentiert haben, die mich unterstützt haben und ihr seid echt die Besten. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, dass eure Vorsätze, dass ihr die einhaltet und dass die euch auch was bringen. Und ja, viel Erfolg im neuen Jahr und wir sehen uns im neuen Jahr. Also, guten Rutsch. Tschüss.